Esslingen ist ein ernstzunehmender Gegner gewesen. Wir sind trotzdem mit einer klaren Zielsetzung nach Esslingen gefahren, wollten da gewinnen, sind ziemlich schwer ins Spiel gekommen, lagen weitestgehend zurück. Am Ende haben wir dann doch noch durch Wille und Kampf den Sie noch einen Punkt wenigstens nach Hause geholt. Die Mannschaftsleistung war sehr zufriedenstellend, hat bewiesen, dass wir immer, egal wie schwer es ist, immer noch ins Spiel zurückfinden können. Das soll uns Hoffnung geben und Mut und Zuversicht für die nächsten Spiele, vor allem jetzt die nächsten Spiele gegen Potsdam. Weitestgehend kann man jetzt also sagen, wir sind doch noch glücklich mit diesem einen Punkt nach Hause gekommen und ja, freuen uns auf jeden Fall mit dieser Mannschaftseinstellung, so wie wir gegen Essling beendet haben, die nächsten Spiele weiterzuspielen. Potsdam ist kein unbekannter Gegner. Sie sind auch eine junge Mannschaft, konterstark, genauso wie wir. Das letzte Mal waren wir vor der Saison bei einem Vorbereitungslehrgang bei ihnen. Sie haben uns eingeladen. Seitdem hat sich trotzdem viel verändert. Sie haben Europapokal gespielt, haben jetzt den DSV-Pokal mit sehr guten Ergebnissen abgeschlossen, haben sogar zwischenzeitlich gegen Spandau geführt. Trotzdem beginnt das Spiel am Donnerstag bei 0-0 und wir wollen versuchen, unser Bestes daran zu geben. Unser Ziel war es auch schon vor der Saison, vierter Platz zu werden. Und um vierter Platz zu werden, müssen wir direkte Konkurrenten schlagen. Dazu gehört auch Potsdam. Potsdam möchte auch oben mitspielen und vierter Platz werden. Und damit wir vierter Platz werden, müssen wir jeden Punkt einholen und jedes Spiel gewinnen, das wir gewinnen können. Im Endeffekt kann man nur sagen, dass wir genau so spielen wollen wie im letzten Viertel gegen Esslingen, um mit Teamgeist, Kraft und Wille dann Potsdam unser Spiel aufzudrängen, unser Spiel zu machen und von Anfang an das Ding klar zu gewinnen und klar zu führen. Auf jeden Fall wollen wir dann aber auch zeigen, und zwar unserem Publikum im Stadionbad, dass wir auch dieses Ziel erreichen wollen und auch, dass wir besser sind als Potsdam und dass wir unser Spiel so spielen, dass wir das auch am Ende sagen können, wir haben uns den vierten Platz verdient. Jede Mannschaft, die bei einer deutschen Meisterschaftsendrunde in der Jugend teilgenommen hat, trifft in der Regel auch auf den OSC Potsdam und vor allem die Mannschaften, die dann auch um die Medaillenplätze kämpfen, haben auch in der Regel und da meistens den OSC Potsdam als direkten Gegner. Wer in der Jugendnationalmannschaft gespielt hat, hat auch OSC Potsdam-Spieler bei sich in der Mannschaft. Man trainiert zusammen, man spielt gegeneinander. Man hat einen direkten Konkurrenzkampf mit denen und deswegen sind diese Spiele auch immer sehr spannend und sehr mitreißend. Ich verspreche mir sehr viel von diesem Spiel am Donnerstag, weil das verspricht ein Wiedersehen auf hohem Niveau zu sein, vor allem jetzt nach einer langjährigen Pause zwischen dem OSC Potsdam und den White Sharks, kann das auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes und sehr interessantes Spiel werden. Das Spiel gegen Potsdam findet jetzt am kommenden Donnerstag um 19:30 Uhr im Stadionbad statt. Die Bauarbeiten neigen sich langsam dem Ende zu. Es ist aber noch nicht sicher, ob der Haupteingang geöffnet sein wird an diesem Tag. Also muss man gucken, ob man entweder über den Haupteingang oder, wenn der noch geschlossen sein wird, über den Seiteneingang auf die Tribüne kommt. Die Tribüne wird aber auf jeden Fall für die Zuschauer geöffnet sein.